Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS 82 mit einem weiteren Filmreihen-Video. Und heute geht es um eine meiner Lieblingsanimationsfilmreihen, nämlich um Ice Age. Und ist auch einer mit der erfolgreichsten Animationsfilme außerhalb von Disney. Denn so viele Ableger hat eigentlich fast kein einziger Animationsfilm bekommen, außer Ice Age. Und das spricht auf jeden Fall für sich. Obwohl man auch sagen muss, dann die letzten, dazu kommen dann auch später mehr, werden ein bisschen schwacher. Und ja, insgesamt gibt es natürlich von dem Film 5 Filme von dieser Filmreihe und hat ein Einspielergebnis von 3 Milliarden 216 Millionen Dollar. Also Wahnsinn, also das kann man sagen, wow, wirklich wow. Und ja, Ice Age wurde nicht von Disney produziert, sondern von Blue Sky Studios und ist eine Abteilung bei den 20th Century Fox Studios und macht natürlich hier auch besondere Animationsfilme und dann auch noch die Peanuts, der Film, dann auch noch Rio 1 und 2 und auch noch Ferdinand, wo jetzt auch 2017 ins Kino kam. Habe ich aber noch nicht gesehen, aber für mich ist immer Ice Age noch die beste Filmreihe von Blue Sky. Ich liebe einfach diese Reihe. Rio ist auch zwar sehr gut, aber der zweite Teil kackt für mich völlig ab, weil da wird einfach zu viel gesungen. Und ja, Ice Age, extrem coole Bescherung oder Edition ist hier mit dieser coolen Eiskugel hier. Ist aus dem Jahre 2002, also schon 16 Jahre alt. Und man sieht es dem Film auch wirklich an, dass die Animation da wirklich, wirklich noch sehr pixelig ist. Aber trotz alledem, der Film macht einfach immer noch Spaß. Denn ich habe diesen Film, glaube ich, schon ungelogen mindestens 40, 50 Mal gesehen. Ich kann den Film immer wieder angucken, er ist einfach so lustig. Und ich schmeiße ihn einfach weg von diesen ganzen Charakteren. Und der Film geht hier, Ice Age 1, 81 Minuten. Und wie gesagt, Sid ist ein V-Tier. Wird gesprochen von Otto Walkes. Und ganz ehrlich, ich mag einfach nur die deutsche Synchronisation von diesem Film. Weil einfach wirklich diese Synchronisation einfach genial ist. Otto passt einfach zu Sid wie die Faust aufs Auge. Die englische immer angeguckt, es macht einfach keinen Spaß. Dann der Manny, das mürrische Mammut. Gesprochen wurde er von Arne Elsholz, der ja auch Tom Hanks gesprochen hat und passt auch perfekt zum mürrischen Mammut. Und der Diego, der Säbelzahntiger, wurde gesprochen von Thomas Fritsch und der ist auch die Synchronstimme von Russell Crowe, was man auch unverkennbar auf jeden Fall erkennt, wenn man diese Filme anguckt. Natürlich, Squid darf hier nicht fehlen, der ist eigentlich hier der Oberburner eigentlich vom ersten Teil. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen mit diesen kurzen Sequenzen von diesem Film. Und eigentlich war der eigentlich gar nicht für den Film geplant. Eigentlich war er nur für den Trailer geplant, aber der kam einfach so gut an beim Publikum. Und deswegen wurde nur einzelne Szenen noch hineingeschnitten. Und es macht einfach den ganzen Film noch lustiger, wie er schon ist. Und ja, der Film handelt eigentlich um eben den Sid, Faultier, wo eigentlich von niemandem geliebt wird und dann sieht er auch einfach auch eine Gänseblümchen und dann wird eben dann von zwei Rhinos dann angegriffen und das mürrische Mammut, der Manny, hilft ihm dann und dann hat eigentlich der Manny den Sid an der Backe. Aber die Hauptstory ist eigentlich, und zwar die Säbelzahntiger wollen nämlich das Menschenbaby entführen und fressen und die greifen auch die Menschenherde an. Und die Mutti mit dem Baby springen ins Wasser und wird eben dann gerettet. Leider wird aber dann das Baby von den beiden, von Manny und vom Sid gefunden. Und die versuchen es dann zur Menschenherde zurückzubringen. Ich liebe einfach die ganze Story, wirklich wahr. Es ist einfach wunderschön. Dann kommt noch dann der Deko dazu, der sich versucht alles auszuspielen. Also ich könnte mich immer wieder wegschmeißen. Auch dann die Dodos, wo wir eingeführt wurden, ganz kurz. Wie es dann zum Ende von den Dodos kam. ja, was soll ich sagen? Ich liebe einfach diesen Film über alles. Wirklich wahr. Er macht so viel Spaß. Er ist einfach lustig. Er baut einfach wirklich auf was einen schlechten Tag. Und der Film baut einfach komplett auf. Und hast einfach wirklich, wirklich herzallerliebste Animation auch. Und auch die Charaktere sind alle liebevoll gestaltet. Und ich kann nur sagen, dieser Film ist für mich einfach mit einer von meinen Lieblingsanimationsfilmen. Und der Film bekommt von mir, sage und schreibe, 10 von 10 Punkten, definitiv. Er ist einfach für mich mit einer meiner Highlights von Animationsfilmen. Man sieht ihm wirklich das Alte an. Vor allem auf der DVD-Version sieht man es extrem an, diese
sehr pixeligen Charaktere, aber ganz ehrlich, es ist egal. Der Film ist einfach immer noch genial. Und ja, natürlich war er auch natürlich auch sehr erfolgreich, dieser Film, und macht natürlich auch noch wesentlich weitere Fortsetzungen, ist natürlich klar. Aber nicht nur das, jetzt geht es zum nächsten Film, und zwar, es gibt auch dann einen Kurzfilm, der dann aber erst bei Ice Age 2 mit drauf war auf der Blu-ray-Version, nämlich Squads neue Abenteuer. Gone Nutty heißt es. Der Film geht ungefähr 5, also Kurzfilm geht 5 Minuten, und da sieht man eben wieder, wie der Squad eine riesengroße Eicheldeponie aufgebaut in einem Baumstamm, und die letzte Nuss muss noch genau dahin, wo sie muss. Natürlich auch ganz voll versucht auch reinmachen, und man macht es, geht die Nuss immer wieder raus. Das macht er 4-5 Mal und dann flippt er völlig aus und knallt auf diese Eichel drauf, oder er macht und dann auf jeden Fall in einem Strudel von Eicheln wird er dann rausgespült aus diesem Baumstamm und fliegt ganz tief hinunter von der Erde. Und dann in der Zwischenzeit versucht jemand, das alles während dem Flug einzusammeln. Er schafft es dann auch und dann knallt er mit volle Knarre auf den Boden. Und dann kommt noch die letzte Nuss und versucht ihn dann halt eben noch zu treffen. Er versucht ganz hektisch rauszukommen aus diesem Eisblock, aber wird voll getroffen von der Nuss, und so passiert dann eben die Kontinentalverschiebungen auf der Erde, und so entstehen die Kontinente, die wir jetzt eben kennen. Geiler Kurzfilm auf jeden Fall, und der Kurzfilm bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Wunderbare Comedy auf jeden Fall, und der Squad, wie gesagt, ist ja immer noch das Highlight. Ich hoffe mal, dass man so einen Squad alleine, so allein Filme bekommt. Ich finde einfach diesen Charakter einfach genial. Und da ist auf jeden Fall der nächste Kurzfilm, der rauskam. Und dann werden wir mal kurz hier wechseln. Denn dann kam Ice Age 2 in die Kinos, und der kam im Jahre 2006, also 4 Jahre später, und hieß The Meltdown, oder auf Deutsch Jetzt taut's. Wir haben ja auch ein paar neue Charaktere eingeführt bekommen, und haben die Ellie, da ist auch ein Opossum-Mammut. Wer den Film noch nicht kennt, da weiß man, was ich meine mit Opossum-Mammut. Und dann Crash und Eddie, ihre Geschwister, sind auch eben Opossums. Der Film geht 86 Minuten, und auch hier beginnt auch der Film eben mit dem Squad, der dann versucht, eine Nuss in eine Eisschorle reinzuhauen, und plötzlich spritzen überall Wasser raus, und er versucht eben alles dann zu bedenken und zu machen. Allein schon Anfang ist überragend geil. Und hier geht es eben darum, dass halt eben die Eis halt langsam wegschmilzt alles, und ein riesengroßer See eben dann auf das Tal von den ganzen Charakteren eben hereinbrechen wird, auf diese ganze Herde, und natürlich ganz viel Zerstörung bringen könnte. Aber ein Geier sagt ihnen, ganz am Ende des Tals gibt es ein Boot wie die Arche Noah, um dort halt eben dann gerettet zu werden. Also machen sie sich auf den Weg eben zu diesem Boot, und dort treffen eben Mammut, Manny, Sid und Diego die Ellie und Crash und Eddie. Und Crash und Eddie sind natürlich so extrem durchgeknallte Opossums, die auch jeden Spaß machen wollen. Und die heizen diesen Film noch ein bisschen mehr ein und machen halt eben noch mehr Spaß. Währenddessen aber eigentlich eher der Manny eigentlich eher sehr depressiv. Bevor er nämlich die Ellie gekannt hat, hat er gedacht, er ist der einzige Mammut noch auf der Welt, und er ist kurz vorm Aussterben, aber dann trifft eben die Ellie und verliebt sie irgendwie in sie. Diese ganze Geschichte hat ein bisschen auch einen geschichtlichen Hintergrund. Es ist wohl auch wirklich wohl passiert vor vielen, vielen Millionen von Jahren, dass eben dieser katastrophale Flug wo wirklich passiert ist, im Eistausees, und zwar beim amerikanischen Doppelkontinent, häufig nachgewiesen im 19. Jahrhundert, und zwar bei dem Missolae-Fluten oder Agassiz-See. Also es sollte wohl wirklich passiert sein. Und natürlich auch dieser Film hat natürlich auch wieder extrem viel eingespielt. In einem Startwochen 68 Millionen US-Dollar und hat insgesamt auf weltweit 651 Millionen Dollar eingespielt. Also das kann sich auch wirklich sehen lassen. Mir persönlich gefällt Ice Age 2 leider nicht mehr so gut.
Charakter ist trotzdem ganz cool, aber irgendwie hat mir dieser Film nicht mehr so ganz getaugt. Er ist zwar immer noch ganz lustig, deswegen bekommen wir auch trotzdem noch 8 von 10 Punkten, denn er ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber wie gesagt, mir nicht mehr so ganz gut gefallen wie im ersten Teil, aber trotz alledem sehr cool. Die Animation natürlich hier schon wesentlich besser als vom ersten Teil und wie gesagt, 8 von 10 Punkten, Ice Age 2, jetzt taut's. Wir machen mal einen kleinen Wechsel, halt noch nicht ganz, denn hier gibt es auch noch ein noch zwei weitere Kurzfilme dabei, und zwar einmal Squid, keine Zeit für Nüsse. Auch dieser Film geht circa 6 Minuten und da findet die liebe Squid eine Zeitmaschine im Eis, und diese Zeitmaschine, diese ganz böse, versucht oder hat dann einfach dann auch Nuss in die Zeit geschickt, und Squid völlig am Durchdrehen, er reist natürlich hinterher und durchlebt ihm dann die ganzen Epochen der Menschheitsgeschichte, also er reist in die Zukunft, nach Ägypten, Griechenland, überall hin, und überall verliert eben dann die Maus auch, er ist auch Excalibur, zieht auch das Schwert raus, und auf jeden Fall dann zum Schluss, kommt auf jeden Fall zum Schluss hin, wow, ein riesengroßer Eichelbaum, und natürlich will es auch behalten, er zerstört die Zeitmaschine, und was dann passiert, der kann ich euch nicht verraten, sonst macht dieser kleine Kurzfilm keinen Spaß mehr. Auch dieser Film bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Ist einfach eine schöne Kurzgeschichte. Macht sau viel Spaß. Und passt natürlich auch ganz perfekt zu diesen ganzen Squid-Abenteuern. Noch ein weiterer Kurzfilm ist nämlich Surviving Sid. Überlebenskünstler Sid. Und da versucht eben der gute Sid einen Campingausflug zu machen mit den ganzen Kindern von der ganzen Herde. Aber natürlich sind natürlich die alle intelligenter als der gute Sid. Und dann erleben die auch extrem viel Bockmist. Der Film geht auch nur 7 Minuten, aber dieser Film haut es auch extrem in sich und bekommt auch von mir 8 von 10 Punkten. Ein genialer Kurzfilm auch, wirklich wahr. Auch sieht man hier die Entstehung, wie der Grand Canyon entstanden ist. Überragend geil, wirklich überragend geil. Also wie gesagt, auch diese Kurzfilme sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall jetzt schon mal die ganzen Kurzfilme. Und Ice Age 2. Wir machen dann direkt weiter mit Ice Age 3. Und zwar die Dinosaurier sind los. Diesen Film habe ich auch sehr gefeiert. War ja auch im Kino. Der kam 2009 in die Kinos, also bloß 3 Jahre dazwischen. Und ist auch der erste Ice Age Film mit den 3D-Effekten. Hier in dieser Steelbook liegt auch das 3D-Version mit dabei. Film finde ich auch richtig gut. Und der Film ist hier, glaube ich, sogar der längste von den ganzen Ice Age-Filmen mit 94 Minuten. Und auch hier werden ein paar neue Charaktere eingeführt wieder. Und ein Buck, das Wiesel, der eben im Untergrund lebt bei den Dinosauriern. Dann die coole Squiddy, das weibliche Pedant von Squid. Allein die Anfangsszene ist bei diesem Film schon überragend, wo die beiden aufeinander sich treffen. Und dann, also überragend geil. Also wirklich, da kann ich mich immer wieder wegschmeißen. Dann kommt noch hier Peaches, das ist eben dann das Baby von Ellie und Manny, aber das sieht man wirklich erst ganz zum Schluss, also kann man es eigentlich jetzt hier nicht bezeichnen als neuer Charakter, denn wie gesagt, man sieht es wirklich nur ganz kurz. Und hier merkt man schon, dass die Stimme von Arne Echholz wirklich etwas schlechter wird, und hier versucht er schon ein bisschen mehr zu lispeln, er ist auch krank geworden, aber ist nicht so schlimm, man hört ihn auf jeden Fall immer noch raus. Und ja, um was geht's bei Ice Age 3? Die Dinosaurier sind los. Ja, natürlich bekommt ja Manny und Ellie ein Baby, und Manny ist schon ganz aufgeregt, macht einen riesengroßen Spielplatz, baut halt auch natürlich auch babygerecht, also keine spitzen Gegenstände. Und Sid möchte auch gerne mitmachen und möchte auch gerne mit zu dieser Herde gehören, zu dieser Familie gehören. Und Diego hat gemeint, pass auf, er geht jetzt weg, weil Familiensache ist jetzt nicht so sein Fall. Und natürlich, Sid kann es einfach nicht akzeptieren und sucht nun seine eigene Familie. Durch einen kleinen Erdrutsch oder Eisbruch fällt dann der Sid in eine Höhle rein und findet dort 3 Babys, 3 Eier. Allein schon die Namen von diesen 3 Eiern sind schon überragend. Er natürlich will sie natürlich auch ausbrüten. Natürlich sagen sie alle, Sid, bring die Eier zurück, die gehören nicht dir. Nein, er hat jetzt halt hier das Sagen. Er ist jetzt die Mama und tut eben dann die Babys ausbrühen. Leider kam es dann dabei raus, dass diese Babys dann keine Säugetiere sind, sondern eher
Dinosaurier. Wie es dazu kam, gleich im Film weiter. Denn unter der Eiszeit ist noch eine zweite Welt mit übrig gebliebenen Dinosauriern. Und natürlich sucht dann natürlich auch dann die Mama von den Dinosauriern, von den drei Dinosaurierbabys natürlich auch die Eier. Und Sid wird von ihr entführt. Ihr könnt euch vielleicht gut vorstellen, was für ein Dinosaurier sein könnte, nämlich ein T-Rex. Und dann begeben sie eben die ganzen Charaktere, also die ganze Herde, Manny, Diego, Ellie, Crash und Crash und Eddie auf die Reise in die Unterwelt zu den Dinosauriern. Und dort treffen sie eben auf Buck, das Wiesel, das ein bisschen durchgeknallert ist. Und versuche eben dann Sid von dem Tyrannosaurus Rex zu rennen. Aber der Buck hat noch eine eigene Nemesis, nämlich die Rudy, ein Bionics-Dinosaurier, ein riesengroßes Viech, ganz böse. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde einfach den dritten Teil mit einer von den besten, also Ice Age 1 kommt keiner an, aber Ice Age 3 finde ich wirklich überragend geil. Der ist so lustig auch, allein schon dieser Buck, das Wiesel ist einfach cool rübergekommen, völlig durchgeknallt, diese Charakter. Und macht extrem viel Spaß, diese Film anzugucken, den kann man immer wieder angucken. Allein schon Squiddy und Squid, diese zwei Charaktere, diese beiden Eichhörnchen, wie sie mal umgehen und die Jagd um die Eichel und hat eben dann diese Liebesgeschichte aufgebaut. Ich könnte mich da wirklich komplett wegdonnern. Und es ist nämlich der zweitbeste Ice Age Film von den ganzen fünf. Und er bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Er ist wirklich überragend geil. Ich kann mich immer wieder wegschmeißen mit dem Film. Und natürlich ist er auch sehr erfolgreich gewesen, dieser Film. Denn er hat 883 Millionen US-Dollar eingespielt. Von einem Budget von 90 Millionen ist der dritterfolgreichste Animationsfilm nach Toy Story 3 und Shrek 2. Und kann ich auch voll ganz verstehen. Einfach nur wahnsinnig cooler Film. Und allein die Blu-ray wurde 1,2 Millionen Mal verkauft. So, genau. Nur in Deutschland wohlgemerkt. Ja, also man sieht, dieser Film ist einfach wirklich richtig toll geworden. Ja, das war auch schon Ice Age 3. Und dann kam als nächstes eine Animation. Ich mache jetzt so etwas chronologisch, wie ihr auch gehört, mit der Geschichte von dem Ganzen. Als nächstes kam dann Ice Age, eine coole Bescherung. Raus ist eben mal ein Kurzfilm mit einer Laufzeit von 25 Minuten. Und hier sieht man eben die kleinen Peaches noch als Baby, zumindest als Kind. Und natürlich möchte natürlich auch Manny und Ellie ihr ein schönes Weihnachtsfest veranstalten. Und dort bringt er eben sein Erbstück, die Weihnachtskugel, Weihnachtsstein mit vorbei. Natürlich tut natürlich der Sid diese Kugel kaputt machen. Und er kommt auf die schwarze Liste vom Nikolaus oder vom Weihnachtsmann. Natürlich glaubt natürlich der Manny nicht mehr daran. Und dann begeben sich eben die Peaches mit Crash und Eddie und Sid auf die Reise zum Nordpol, um dort dann eben von der schwarzen Liste runtergestrichen zu werden. Und in diesem Film erlebt man einfach, wie eben Weihnachten entstanden ist, wie eben auch dann das Rentier dazu kam, eben Prince heißt das, da ist das Rentier, der eben auch in den Schlitten zieht. Ja, der Film ist eben nur ein Kurzfilm, so eine kleine Weihnachtsspecial ist dieser Film. Ist es für mich jetzt nicht so relevant gewesen, bekommt 7 von 10 Punkte von mir. Ist ganz schön gemacht, aber es ist halt eben jetzt nur wirklich ein ganz minimalistischer Kurzfilm. Auch das Scratch spielt nicht so eine extrem große Rolle. Hat zwar auch ein paar coole Sequenzen dabei, aber für mich ist eben jetzt hier wirklich nur so ein zweitrangiger Film. Deswegen kann man doch sagen, okay, kann man jetzt nicht mit reinbeziehen in die ganze Filmreihe. Trotz alledem, er gehört dazu und auch hier euch immer ganz kurz vorgestellt. Als nächstes kam dann Ice Age 4 voll verschoben. Davon gibt es auch ein kleiner, zwei Kurzfilme von Squid, wie auch ein bisschen die Geschichte vorher erzählt wird. Nämlich Squid ist Katastrophe, ist dieser Film. Und dieser Film, auch hier ist wieder das Squid ganz schuld, dass ihm die ganze Erde zusammenbricht, denn er reist
zum Erdkern mit seiner mit seiner Eichel und tut eben dann da auch über die Kontinentalplatten verschieben und dadurch wird eben alles verschoben, die komplette Erde, und das bekommt eben Mandy, Sid und natürlich auch Diego mit den ganzen Family auch zusammen. Und hier geht es auch schon ein bisschen los mit den Problemen einer Familie, dass halt eben Manny und Ellie versuchen, Peaches dazu zu bringen, nicht wie die Jugendlichen überall rumzutollen und rumzuspringen, aber durch macht Peaches, was sie will. Sie hat auch einen Freund, nämlich den Louis, der Maulwurf-Igel. Und ja, auch eine schöne Nebengeschichte, aber die Hauptgeschichte ist eigentlich wieder Sid, Manny und Diego, denn die werden eben von der kompletten Herde getrennt und müssen wieder zurückkehren mit einem Schiff, die eben ans Meer rausgespült worden sind, wieder an Land zu kommen, um halt eben die andere Herde eben wieder zu treffen und eben wieder zu retten. Dabei treffen sie eben auf Piraten und was soll ich sagen, hier trifft dieser Film etwas ein bisschen ab. Also er ist zwar auch ganz lustig, aber ich habe immer das Gefühl, ich schaue einfach Animationsflucht der Karibik an, ganz ehrlich. Es ist zwar auch ganz cool gemacht, aber hat mir jetzt leider nicht so ganz überzeugt. Welcher Charakter auch noch sehr cool geworden ist, natürlich auch dann die Sids Großmutter, die auch ganz nebenbei mal vorbeigebracht wurde von der Family, von Sid. Da lernt man auch mal die komplette Familie mal von Sid kennen, aber nur ganz kurz, denn die wollten bloß die Oma mal kurz wegschaffen. Und jetzt hat es eben Sid an der Backe und diese Charakter ist auch richtig cool, macht sau viel Spaß auf diesen Charakter anzugucken und macht einfach auch Spaß, dieser Film. Leider, wie gesagt, ist jetzt für mich nicht mehr so ganz so toll wie jetzt Teil 3 und Teil 1. Hier gibt es auch keinen Kurzfilm leider, sondern eben nur eben Ice Age 4 und eben diese zwei Kurzfilme von Squid, diese, ja, sind eigentlich auch mit in diesen Film eingebaut worden, also ist jetzt hier nichts weiter Schlimmes daran, aber auch die Szenen von Squid, überragend geil. Ich sag bloß, unter Wasser, der Druckaufbau, Wahnsinn. Und der Schluss dann auch noch sehr geil mit Squidlantis. Also wie gesagt, kann ich auch jedem empfehlen, diesen Film anzugucken, aber der Film bekommt trotzdem von mir bloß 7 von 10 Punkten. Trotz alledem nur 7 von 10 Punkten, weil er eben nicht so ganz mehr perfekt ist wie jetzt die anderen. Ja, das ist auf jeden Fall Ice Age 4, hat aber wohlgemerkt auch extrem viel eingespielt, hier habe ich leider bloß Informationen über die deutsche Einspieler gegeben, sondern 66 Millionen Dollar nur in Deutschland. Kommen wir zu einem weiteren Kurzfilm oder zu einem Special-Film, nämlich das Osterspecial, nämlich Ice Age Jäger der verlorenen Eier. Den gab es oder gibt es nur auf der DVD-Version leider. Keine Blu-ray, keine 3D-Blu-ray, sehr, sehr schade. Kam 2016 auch direkt auf DVD raus. Und es, wie gesagt, ist ein kleines Osterspecial, genau wie bei der Weihnachtsspecial. Und ja, hier geht es eben darum, dass hat eben der Sid ein Eier-Sitting-Laden aufmachen möchte, um mal die ganzen Eier zu sammeln. Und die meisten Vögel geben ihm dann die Eier ab, warum auch immer. Es ist Sid, ihr wisst ja, Sid hat ihn durchgeknallert, aber sie machen es trotzdem. Und der böse Hase aus dem vierten Teil, voll verschoben, der Pirat, versucht eben dann, ihn zu bestehen und klaut ihm die ganzen Eier, um ein neues Piratenschiff zu bekommen. Aber sein Bruder ist ein lieber Hase mit knuffigem Schwanz und versucht ihn zu überreden, komm, hör auf, wir sind keine Häschen, wir sind süß und putzig, wir dürfen da nicht mehr weitermachen. Aber er hält sich nicht dran und klaut ihm die ganzen Eier und versteckt sie auch dann auch. Und dann geht eben Manny, Sid, Diego, alle auf der Suche nach eben den Eiern, also Ostereiersuche. Und dann zum Schluss erfährt man eben, wie eben dann der Osterhase entstanden ist, also genauso wie das Weihnachtsspecial ist eben jetzt hier auch Jäger des verlorenen Eier. Auch eine kleine Hommage gibt es bei diesem Film an natürlich Indiana Jones. Der Film heißt ja auch so auf Deutsch so. Mit dieser Steinkugel dann ganz am Anfang vom ersten Teil ist eben auch so eine kleine Hommage daran. Ist ganz cool umgesetzt, aber auch nicht viel besser wie jetzt zum Beispiel
Die war eine coole Bescherung, bekommt auch nur 7 von 10 Punkten. Und der Film ist einfach 25 Minuten ist lang, also auch recht kurz. Aber seitdem für ein paar Minuten macht auf jeden Fall dieser Film auch sehr viel Spaß. Habe jetzt bei Hyper gekauft für 1,50 Euro. Und da kam mir jetzt bei, die würde ich nichts meckern. Der Neupreis war auch extrem teuer, das Teil. Und da habe ich erstmal die Finger davon gelassen. Ja, das war auf jeden Fall Ice Age Jäger der verlorenen Eier. Und dann geht es weiter mit einem weiteren Kurzfilm, nämlich Squadtrostrophe im All. Und das ist eigentlich die Vorgeschichte zu Ice Age 5 Kollision voraus. Natürlich sind noch ein paar Elemente von diesem Kurzfilm auch in diesen Film mit reingewandert. Vor allem der Anfang ist recht gleich. Aber dann zum Schluss haben wir auch wirklich einige Veränderungen. Es wird auch ein bisschen erklärt, warum das alles so ist. Denn da gibt es auch ein paar Außerirdische noch, aber die sind wir wirklich auch nur in dieser Katastrophe im All, nicht in dem neuen Teil jetzt. Der Film geht 14 Minuten, der Kurzfilm. Und auch der ist natürlich ganz cool, auch extrem viel lustige Szenen dabei. Von Squid kann man auch nie was verkehrt machen. Ich sag bloß Gravitation, überragend geil. Hammer. Macht wirklich so viel Spaß, auch dieser Kurzfilm. Und ja, auch dieser Film bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Squadtrostrophe im All. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil, nämlich Ice Age 5 Kollision voraus. Ist der letzte Ice Age Film diesbezüglich bis jetzt. Ist auch in 3D gedreht worden und kam auch 2016 in die Kinos. Und ja, hier geht es eben darum, Squad. Man sieht auch schon, das ist vorgeschrieben bei der Katastrophe im All, für ein UFO und dann löst er 1000 verschiedene Katastrophen aus im All und ein riesengroßer Meteorit soll auf der Erde einschlagen, um das ganze Leben auf der Erde zu, vernichten. Und Hochzeitstag steht an bei Manny und bei Ellie natürlich, wie man als Mann so ist, vergisst man Hochzeitstag. Ich natürlich nicht, ist klar. Und trotz alledem ein riesen Feuerwerk entsteht bei Manny, wo es eben rausgekommen sein, was rausgekommen wäre. Und natürlich haben sie alle gefreut. Aber es war kein Feuerwerk, sondern ein Meteorithagel, der ihm auf die Erde herabstürzt. Und ja, ein kleines Video ist aber auch wieder hier bei diesem Film mit dem guten Buck wieder. Auch hier holt er, kommt er wieder zurück. Julian ist wieder dabei, ist der neue Freund von Peaches. She-Ra ist auch immer dabei, sehen wir schon bei Ice Age 4, eben der Säbelzahn-Weibchen. Und Brooke, ein Faultier, was sich dann auch in Sid unsterblich verliebt. Und ja, was soll ich dem Film sagen? Also für mich der schwächste Teil der kompletten Filmreihe, ganz ehrlich, weil er einfach ja, fast dämlich ist. Wenn man es so ausdrücken darf. Also er ist auch lustig, aber irgendwie ist der auch dämlich. Also auch diese Geschichte, dass man den mit einem Magneten dann den Plan, erst wieder oben, da steht, okay, ist ein Animationsfilm, da wollen wir gerade drüber reden, ob das logisch oder unlogisch ist, ist wurscht. Aber irgendwie hat dieser Film mir nicht mehr so ganz gut gefallen wie die anderen Teile. Denn mit diesem Magneten dann zum Schluss, wo sie dann versuchen, diesen Magneten hochzuwerfen, dann mit einem Vulkan. Ja, also da muss ich sagen, da hätten sie ein bisschen was anderes einfach lassen können und was komplett anderes machen können, als eben so eine, ja, außerirdische Sache hier. Aber die wollen natürlich auch mit der Zeit gehen, mit was Neues ausprobieren, aber das ist irgendwie ein Schuss in den Ofen gewesen, finde ich jetzt persönlich. Trotz alledem hat dieser Film 406 Millionen US-Dollar eingespielt, also auch da ist er auch sehr erfolgreich gewesen. Und der Film bekommt von mir leider nur 6 von 10 Punkten, tut mir leid, aber für mich ist das schwächste Teil von der ganzen Filmreihe. Ob jetzt noch weitere Filme kommen werden, ist noch nicht bekannt. Ice Age 6 ist wohl ein Gerücht bis jetzt noch, ob es wirklich kommt. 2019 hätte wohl kommen sollen, soll wohl kommen. Heißt so die Entführung oder so ähnlich. Bin noch gespannt, ob das wirklich passieren soll. Das muss ein Fan-made Information, das weiß ich nicht genau. Aber ich denke mal, hoffen wir mal. Ich hätte nicht so genau weinen zu haben, ganz ehrlich, wenn er besser ist als der fünfte jetzt. Also auch da kann die Filmreihe komplett weitergehen, habe nichts dagegen. Wie gesagt, ich liebe diese komplette Filmreihe komplett, natürlich einige Schwächen mit dabei. Aber ich glaube nicht, dass noch weiter kommen wird. Die komplette Filmreihe bekommt von mir 8 von 10 Punkten, wenn man alle mal, also jetzt nur die Hauptfilme zusammenrechnet, bekommt jetzt von mir 8 von 10 Punkten, also wirklich eine ganz gute
Schnitt. Und wenn man alles zusammenrechnet, bekommt die komplette Filmreise mit den ganzen Kurzfilmen, auch diese Mini-Kurzfilme hier, die zum Beispiel jetzt auch noch, auch 7,8 von 10 Punkten. Aber das ist eigentlich gar nicht so erwähnenswert. Eigentlich 8 von 10 Punkten. Die Hauptfilme sind am wichtigsten. Und ist auch ein ganz guter Schnitt. Oder was meint ihr? Es gibt noch weitere kleine Kurzfilme von Squid. Aber es sind meistens nur Zusammenschnitte von den ganzen verschiedenen Szenen, wo eben Squid aufgetaucht ist. Zum Beispiel der Stummfilm Squidtist. Es sind wirklich nur Aufnahmen eben jetzt halt von verschiedenen Filmen. So ein kleiner Zusammenschnitt von den besten Szenen von Squid. Habe ich nicht mit reingenommen, eben weil es eben kein eigenständiger Film ist, sondern eben nur Zusammenschnitte von den verschiedenen Szenen von Squid. Und es gibt noch weitere Space Out, gibt es auch noch die komplette Kurzgeschichte, eben zumindest der Anfang von Ice Age 5. Ist auch nicht so erwähnenswert. Also die, wo ich jetzt euch gesagt habe, sind auf jeden Fall wirklich wichtig anzugucken und vor allem auch lustig anzugucken. Und ich kann euch nur sagen, guckt diese Filmreihe an. Es sind wirklich richtig coole Filme, machen sau viel Spaß. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, diese Filme anzugucken. Die machen einfach, also ich liebe es einfach wirklich wahr. Und vor allem den ersten Teil. Und ja, das war's von mir. Wie für diese komplette Filmreihe. Wie gesagt, ich finde es einfach nur genial. Und ja, das war's von mir. Und bis zum nächsten Mal. Euer Forza80. Tschüss mit Ü und...